Yo Leute, willkommen wieder zurück auf der Weltenkarte von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part haben wir Agrabah abgeschlossen. Und bevor ich wieder zurück kann nach Twilight Town, was nämlich wieder aufgetaucht ist, wie man dort hinten erkennen kann, möchte ich natürlich erstmal vorher noch Halloween Town machen. Empfohlen ist Level 24, das sollte ja genügen. Und das ist auch eine Welt, die man bereits aus dem Vorgänger kennt, aber die hat sich auch hier ein bisschen verändert. Na dann, bitte landen in Halloween Town! This is Halloween Town, right? Well, it sure does look like Halloween. Wow! Yeah! Hey, it's Zero! How have you been, boy? So, auf dem Friedhof sind wir jetzt in Halloween Town. Ah, das spielt wieder diese coole Musik, genau wie damals im ersten Teil. Und dementsprechend haben wir uns natürlich an diese Welt angepasst mit Halloween-Kostümen. Diese Musik ist ja so geil. Und was haben wir hier drin am Mistelsplit? Okay, ich soll bloß nicht wieder mit dieser Musik mitsingen, aber das kann man irgendwie so gut. Der zum coolen Rhythmus. Okay, wir haben vorhin auch gerade jemanden gesehen, den wir ganz gut kennen. Und damit meine ich jetzt nicht dieses schwebende Bettlaken namens Zero, sondern jemand anderen. Falls du Zero suchst, er ist zu den Gebäuden dort hinübergeschwebt. Er mag Jack sehr gerne. Könnte doch sein, dass Jack also dort drüben ist. Genau, es ist natürlich die Rede von Jack Skellington. Es ist jetzt ein Jahr her, seit ich so als Mumie unterwegs war. Am Anfang war mir ziemlich unwohl dabei, aber mittlerweile finde ich es ganz lustig. Ja, ich meine, die Kostüme, ich meine, das von Sora sieht ja wirklich ganz cool aus. Aber Goofy hat so ein bisschen einen etwas leicht dämlichen Gesichtsausdruck, aber ich glaube, das ist bei ihm ja normal. So, Items, Truhe. Wir haben ja hier, genau, das Lampenmarmelett haben wir zuletzt noch bekommen, als wir Agrabah abgeschlossen haben, das heißt, das können wir auch Genie herbeirufen, wenn wir denn seine Dienste benötigen sollten. Ansonsten Abilities. Sora hat nämlich noch irgendwas Neues gelernt, nämlich letzter Sprung. Drücke die Quadrat-Taste, um einen mächtigen Combo-Abschlussangriff auszulösen, der die Deckung eines Gegners durchdringt. Brauche ich aber 5 AP dafür. Kann ich überhaupt jetzt irgendwas anderes noch ausrüsten? Naja, Autohelden weißen vom eher nicht, Autorufen auch nicht, das wollen wir alles nicht. Situationsboost ist aber gut, erhöht den Schaden, der das Situationskommando verursacht wird, um 50%. Bitteschön. Das ist sicher nicht verkehrt. Anti-Disruptance-Wörter, das passt eh schon. Status? Rufen? Ja, hier, Genie. Genie kann verschiedene Formen annehmen und hat viele Limit-Moves. Und bei Hühnchen Junior kann bewegen der Feinde stoppen, weil er Feinde Gegner näher holen. Ja. Dann werden wir mal schauen, wann ich Genie das erste Mal benutzen werde. Charaktere? Ja, hier ist Zero. Aus dem Film Nightmare Before Christmas 1993. Ist auch schon ganz schön lange her. Jacks Geisterhund. Wenn Jack ihn ruft, steigt er seinem Graben. Ist es nie leid, Stöckchen für sein Härchen zu apportieren. Beziehungsweise Knöchelchen. Natürlich. Wie wir hier jetzt aussehen. Ich finde das Kostüm so richtig cool. Das passt einfach total hierher. Vor einem Jahr half er Oogie Boogies Pläne zu durchkreuzen, der Halloween Town übernehmen wollte. Genau, das war ja dieser stinkende Müllsack da. Also ich meine, dieser... Ihr wisst schon, wer Oogie Boogie ist, denke ich mal. Kein sehr angenehmer Zeitgenosse.
Ja, wir erreichen Halloween Town, das ist ein wenig anders wirkt als zuvor. Ja, warum wohl? So, Schätze. Es gibt wieder einige Schatztruhen hier, wie man sehen kann. Puzzleteile. Ja, gibt es auch ein paar zu finden. Na gut. Es ist natürlich hier ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Aber das ist absichtlich so in der Welt. Es muss ja schön gruselig sein. Ach ja, die hat so einen geilen Beat, diese Musik. Fand ich schon damals toll. Okay, was ist das? Untersuchen? Achso, das ist Zeros Grab. Wie gewöhnlich schläft er wohl hier. Ja, ja, da sind ja schon alle tot und so. Was steht... Uah! Was war das jetzt gerade? Gott, jetzt bin ich auch wirklich erschrocken. Was steht hier? Witch Hazel, Deadly Nightshade und... Henbane, oder was, die Hexe Hazel liegt hier, oder was soll denn das sein? What's that for? It's Jack! Sora, Donald, and Goofy! Welcome back! And Merry Christmas! Merry Christmas? Don't you mean Happy Halloween? Of course! Halloween greetings from Jack Skellington, the Pumpkin King! Forgive me, I'm in a Christmas mood. You see, I'm running the show again this year, but I need Sandy Claus' blessing, so I'm off to Christmas Town! Sandy Claus? I think he means Santa Claus. Aren't these decorations wonderful? This year, Halloween Town's going to handle Christmas, too. But first, we have to visit Sally. She's working on something no self-respecting Santa Claus can do without. Come along, I'll show you. A Halloween Town Christmas? Want to go check it out? Come on, hurry! Hello, Doctor. Where's Sally? Can't you see that I'm in the middle of an experiment? Hey, this is way too heavy! And you'll be sorry. Now bring it over here. Hee-haw! Did you finish it? I want to show my good friends. I'm sorry, Jack. I need a little bit more time. Oh. Well, that's all right. Just as long as it's ready for Christmas. But, Jack... I'd best be off. I've got to go get Sandy Claus right away. Wonderful to see you again. Goodbye for now.
go get Santa Claus. Please, Sora, I'm afraid something terrible will happen if Jack goes through with this. You can say that again. Sora? Are those strange-looking fellows in the town square with you? Huh? What fellows? You know, the ones who wanted to spoil Halloween and Christmas. What are they called again? Heartless? They're definitely not with us. But Donald, Goofy, and I can get rid of them for you. And then we can go see Santa! But first, the Heartless! So, Gefährten wurden ausgetauscht. Und da haben wir ihn, Jack Skellington, Alter, ist der groß. Und irgendwie ein bisschen dünn, aber macht ja nichts. Okay, hab dann doch lieber Goofy dabei, weil... Ihr habt mir ja auch empfohlen, es wäre doch besser, erstmal die Heldenform zu leveln, bevor ich mich darum kümmere, die Waisenform zu leveln. Das ist einfach einfacher. So, Abilities, was kann denn Jack so alles? Feuertaufe, umhüllt Jack mit Flammen und jagt dem Gegner hinterher. Blizzard, um das Ziel bilden sich Eiskristalle, die es mehrfach attackieren. Elektruktion, eine Reihe von Blitzen schlagen auf das Ziel ein. Applaus, Applaus. Mit dem Kommando Limit können Jack und Sora ihre gemeinsame Tanzaufforderung auslösen. Aha. Glücksboost, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bisher Gegner Items hinterlassen und so weiter. Dann noch Feuerboost, feuerbasierte Attacken, 20% Versteck, Eisen, Blitzboost und MP, Hastra, Autolimit, Autoheilung. Ja, nicht schlecht. Ist doch ganz cool. So, Charaktere. Alter, wie viele hier jetzt noch sind. Da haben wir ihn jetzt. Jack Skellington, Nightmare Before Christmas. Der Kürbiskönig liebt es, über alles Menschen zu erschrecken. Als Sora, Donald und Goofy Jack zum ersten Mal trafen, wollte er die Herzlosen dafür einsetzen, den gruseligen Halloween-Feierlichkeiten noch mehr Pep zu verleihen. Aber für Jack kam dann alles anders als erwartet. Jetzt ist Jack völlig verzaubert von Weihnachten. Er möchte den Nikolaus entlasten und beweisen, dass er es drauf hat, auch dieses große Fest zu schmeißen. Ist die Frage, ob ihm das auch gelingen wird. Dann haben wir hier Dr. Finkelstein. Ja, das ist vielleicht auch was. Der wahnsinnige Wissenschaftler von Everyton Sally ist eine seiner Schöpfungen. Ja, als Sora, Donald und Goofy den Doktor zum ersten Mal trafen, war dieser dabei, ein Herz zu entwickeln. Er scheiterte, was aber seinen Spaß und seltsamen Erfüllen keinen Abbruch tat. Der Kopf des Doktors besteht aus Stahlplatten, die sich zur Wartung öffnen lassen. Naja, ist alles ein bisschen gruselig, ein bisschen eklig. Dann haben wir noch Sally. Eine von Dr. Finkelsteins Schöpfungen. Sally ist eine Lumpenpuppe, deren Teile sich manchmal lösen und ein Eigenleben entwickeln. Sie ist sehr geübt darin, sich selbst wieder mit Nadelfaden zusammenzuflicken. Sally hilft Dr. Finkelstein bei seiner Arbeit im Laboratorium, obwohl sie viel lieber Zeit mit Jack verbringen würde. Naja, warum wohl? Und hier, Alter, was sind das für Rentiere? Das sind schon tot, die nur mal Skelette. Eine besondere Unterart der Halloween-Rentiere, die speziell für Jack von Dr. Finkelstein erschaffen und sie eignet sich hervorragende Struktur für Jacks Sargschlitten, der durch den nächtlichen Weihnachtsmüll gleitet. Na, muss ja alles zusammenpassen. Dann haben wir hier noch diese fiesen Typen, kennen wir ja auch schon, nämlich Furcht, Angst und Schrecken. Sehen auch ganz schön hässlich aus. Ein Mitglied der Racker-Bande, zu der auch Furcht und Angst gehören, er muss oft als Versuchskaninchen für die Streiche der Gemeinde der anderen hier halten. Ja, Furcht, irre laufende Badewanne, die zuvor bewegen, werden sie sich nicht das Unnütz stiften. Manchmal helfen sie Yugi Boogie, obwohl sie ihm gegenüber nicht verbindlich loyal sind. Genau, weiteres Mitglied, Angst ist die Durchtrümmerste von allen, hängt für Böses aus Yugi Boogie. Das letzte Mal, sie wohl benahmen sie sich besser, aber ein kleines bisschen. Naja, offensichtlich nicht gut genug, diese Rotzgehören. Ja, Jack scheint vollkommen Weihnachtsfieber zu sein. Okay, das wissen wir ja eh schon. Mach mal weiter. Dr. Finkelsteins Laboratorium. So, lass mich raten, hier drin ist doch sicher die Karte. Okay. Genau, Karte von Halloween Town. Okay, so, warte mal, der Schlüsselschwert mäßig. Warum ist jetzt hier schon wieder auch so, dass es wie eine Karte, ne? Genau. Ich kann da nicht aufhören mitzusummen. Wir haben doch hier noch... Verborgener Drache hatten wir schon mal. Heldenwappen hatten wir schon. Monochrom. Ich könnte mal Monochrom benutzen, weil Folge dem Wind, was machen das jetzt nochmal? Zieht nur die Kugel um Sora Romane, das ist ja nicht so super. Aber kann ich nicht eigentlich Sternen? Nee, ich kann Sternensuche gar nicht als anderes Schlüsselschwert nehmen. Das ist auch komisch. Wenn ich das so mache, Monochrom... Irgendwie, nee,
Ich glaube, das lasse ich immer als Zweitwaffe, den Sternsucher, und als Erstwaffe nehme ich halt jetzt mal Monochrom. Erhöht den Effekt von im Kampf eingesetzten Items der AP bei der Herstellung 50%, aus dem hatten wir das bisher noch gar nicht verwendet, also gebe ich Sora jetzt mal das. Und Magie erhöht sich sogar noch um einen Punkt, also sicher nicht verkehrt. Gut, na, Jack hat Potion. Warum hat denn der zwei Äther? Das geht einmal gar nicht. Nee. Die Äther brauchen wir selber. Potion und... ja, kriegst du noch ein Potion. Zwei Potions. Goofy hat viermal Potion, Donald hat ein Potion. Das soll jetzt mal genügen. So, also so sieht er das monochrom aus. Es passt fast sogar farblich besser in diese Welt, weil das auch so ein bisschen grau ist. Warum ist Sally eigentlich so traurig gewesen, als Jack bei ihr war? Herzlos erscheinen. Jack will Niki Graus Rolle übernehmen. Ich habe eine böse Vorahnung. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Das werden wir dann noch sehen. Guillotine, ein Werkzeug, um darin platzierte Gegenstände zu durchtrennen, kann nicht zum Kochen zweckentfremdet werden. Zum Kochen vor allem, wer macht sowas? Er wird glücklich vor und zurück erscheinen, sich an damals zu erinnern. Naja, klar doch. Diese drei Racker waren wohl die falsche Wahl, wie mir scheint. Ihr drei hättet nicht zufällig Lust, meinen neuen Assistenten zu werden? Ich glaub mal ihr nicht. So, nee, warte mal, ich will das hier lesen. Der Abflussgraben wird umgebaut, rübersteigen auf eigene Gefahr. Was, der Abflussgraben? Naja, was soll's. Now hear this, you fiends! Leave Halloween Town at once, by order of the mayor! Jack, where are you? I'm only an elected official. I can't handle this by myself! Jack! We're on it. Besiege alle Herzlosen. Soll Niki Graus denn bei diesem Tobabo die ganze Sache entspannt angehen können? Also gut, Leute. Niki Graus braucht Leibwächter. Denkt ihr, ihr kriegt das hin? Wir? Sicher. What should we bring along next time? A bucket full of caterpillars! Or something even worse! Who's that? Some old hag. Silence. A witch? Perhaps you three could be of use to me. Come along, all of you. I'll show you the true meaning of mischief. All right, bodyguards. Christmas Town is this way. The doorway is in the woods just past the graveyard. Na bitte! Und schon habe ich die Heldenform nochmal gelabelt. Habt ihr ja gerade gesehen, es ist die auf Stufe 3. Hier, Abilities. Sora selber, was hat er denn jetzt schon wieder bekommen? Moment. Ah ja, genau! Sportsfreund Level 1, endlich! Springe ein wenig höher als normal. Je länger du die Kreistaste gedrückt hast, desto höher der Sprung.
Das braucht echt 2 AP? Naja, aber hier steht ja auch steigerbar. So, das heißt, jetzt können wir endlich höher springen, zumindest ein bisschen. Das lässt sich ja, glaube ich, bis auf Level 3 aufstufen. So, und die Helden von selber? Ja, Sports von Level 2. Springen wir merklich höher als normal. Tagebuch? Charaktere? Ah ja, hier haben wir noch den Bürgermeister. Der zweigesichtige Bürgermeister von Halloween Town. Sein Gesicht kann je nach Stimmung und die wechselt oft lustig oder traurig reinschauen. Der Bürgermeister verlässt sich darauf, dass Jack immer alle Vorbereitungen für Halloween trifft. Ohne Jacks Hilfe kann der Bürgermeister keine einzige Entscheidung treffen. Was ist denn das für ein Bürgermeister? So, und hier haben wir noch echt die Badewanne. Die laufende Badewanne von Angst, Furcht und Schrecken. Sie ist auch groß genug, um Werkzeuge für ihre gemeinen Streiker mitzuschleppen. Abby, was ist denn das für ein Fortbewegungsmittel? Eine Badewanne mit Beinen. Einfach nur crazy. Aber was mir jetzt ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Malefiz hier aufgetaucht ist. Was macht denn die hier? Wenn es mal nicht Karl ist, dann ist es die Olle Witch Bitch. Sammlung? Herzlose? Sind natürlich wieder neue Herzlose aufgetaucht, unter anderem der Gitschak. Er wandert nur in der Gegend umher, doch einmal angegriffen lässt er nicht mehr locker, blockt seinen Angriff, um mit dir vom Leib zu halten. Die sehen vielleicht aus. So, und hier Status, Heldenform, ja, Status der Heldenform, eine Form, die auf körperliche Attacken spezialisiert, Reflessen verbraucht 3, das wissen wir ja, und Formlevel ist jetzt auf 3, und fürs nächste Level 278, und ihr habt mir jetzt auch in die Kommentare geschrieben, da danke ich euch natürlich wieder recht herzlich, dass die Formen sich immer unterschiedlich leveln, also die Heldenform, die levelt man dadurch, dass man, Treffer bei Gegnern landet. Das heißt eigentlich quasi pro Treffer, den man bei einem Gegner landet, bekommt man einen Erfahrungspunkt. Und bei der weisen Form ist es aber so, dass man Herzlose direkt komplett besiegen muss, damit man Erfahrungspunkte bekommt. Und jeder besiegte Herzlose gibt da einen Erfahrungspunkt. Also das muss man halt von der Heldenform unterscheiden. Es gibt dann noch eine dritte Form, die man später noch bekommt. Da muss man, glaube ich, dann Drive-Kugeln sammeln, um die zu leveln. Und sogar noch eine vierte, ganz, ganz besonders spezielle Form. Da muss man niemanden dann besiegen, um die zu leveln. Das ist dann natürlich ein bisschen sehr schwierig, das zu trainieren, aber so ist das normal. Aber immerhin. So, jetzt muss ich das mal kurz checken. Wie sieht das aus? Oh, ja, ja. Können wir durchaus jetzt höher springen, das ist auch sehr schön, aber die meisten von diesen Sachen hier, ihr seht schon, da komme ich immer noch nicht rauf, weil ich noch nicht hoch genug... Was war das jetzt gerade? Ich wollte gerade sagen, weil ich nicht hoch genug springen kann. Okay, hier ist... Ach so, weil hier was rausgeschossen kam. Na gut, dann habe ich es so bekommen. Was haben wir hier drin? Ich habe nichts gesagt, ein Mithril-Tropfen. Ja, aber normalerweise müsste ich, glaube ich, erst mindestens auf Level 2, wenn nicht sogar Level 3 den Sportsfund haben, dass ich dann wirklich hoch genug springen kann, um alle Teile zu kriegen. Was haben wir hier? Energiesplitter. Das ist doch was Neues, oder? Ja, Energiesplitter. Ein Splitterfragment gefüllt mit Energie und sehr gängiges Material. Das ist nicht schon wieder neu ein Chimilis-Tagebuch. Jedes Mal irgendwie... Achso, Puzzle-Modus, ja, weil ich das Teil hier gefunden habe. Deswegen Zwiespalt. Ah, na bitte, das ist ja schon ganz gut zu erkennen. Jetzt haben wir hier Sora, im Hintergrund Roxas, dann wäre das hier, wer hier Händchen hält, das kann man sich eigentlich ja denken. Und dann haben wir hier halt noch Donald und Goofy und hier irgendjemand mit Kapuze und da oben haben wir sogar nochmal Diz. Fehlen ja nicht mehr viele Teile. So, gibt's hier noch irgendwelche Schatztruhen oder nicht mehr? Aua, das war jetzt auch fies. Da kann man, da können wir hingehen und dann der zack, Jack kriegt jedes Mal eine geknallt, was soll denn das? Oh, das ist aber ein gefährlicher Fallweltplatz. So, Friedhof, da müssen wir ja eh hin, aber Leute, ich würde jetzt eigentlich gerne mal den Part beenden. Wir sehen, hier gibt es einige fiese Fallen. Nee, die ist eh offen. So, und hier geht's eben zum Labor, ne? Ja, Dr. Finkelsteins Laboratorium. Ich will da drin jetzt mal speichern. Ich will gerne wirklich den Part beenden. Im nächsten gehen wir dann zum Friedhof und schauen, dass wir Niki Kraus treffen. Ich würde mal eher sagen, den Nikolaus, ne? Den Weihnachtsmann.
Aber Jack hat den ja irgendwie ein bisschen anders benannt. Macht ja nichts. So, ist alles aufgefüllt. Bis halt auf die Drive-Leisten. Das ist ja das Problem. Das muss man... Ich glaube, gelesen zu haben, dass man das auch so machen kann, wenn man auf die Weltenkarte geht und dann wieder in eine Welt zurückgeht, dass dann die Drive-Leiste wieder komplett voll ist, ohne dass man jetzt Drive-Kugeln sammeln muss. Das könnte ich ja theoretisch dann offscreen mal probieren, ob das dann auch wirklich stimmt. Aber danke erstmal jedenfalls fürs Zuschauen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch Halloween Town gefällt oder überhaupt der Film Nightmare Before Christmas, falls ihr ihn gesehen habt, ob das so euer Ding ist oder eher nicht so. Also bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 2 Final Mix in Halloween Town. Ciao, Leute!